Meine Damen und Herren, endlich geht es los mit Palmyra. Wobei, bei Palmyra sind wir noch nicht ganz angekommen. Um zu begreifen, wie die Stadt in der Oase Tadmur zur multikulturellen Drehscheibe des eurasischen Fernhandels aufsteigen konnte, müssen wir das Milieu verstehen, in dem Palmyra zur Stadt wurde. Wir müssen uns mit der Mächtekonstellation im Nahen Osten beschäftigen und wir müssen fragen, wer vor den Römern zwischen Mittelmeer und Euphrat den Ton angab. Thema der heutigen Vorlesung ist die hellenistische Epoche, die mit Alexander dem Großen begann. Die Völker Asiens aufzuklären, ihnen die Fesseln der Superstition, der unfreien Frömmigkeit zu zerreißen, ihnen das Wollen und Können selbstischer Verständigung zu erwecken und zu allen guten und bösen Konsequenzen zu steigern, kurz, sie für das geschichtliche Leben zu emanzipieren, das war die Arbeit, welche der Hellenismus in Asien zu vollbringen versucht und zum Teil, wenn auch erst spät, vollbracht hat. So schrieb vor über 150 Jahren Johann Gustav Droysen, Historiker, Alexanderbiograf und Sohn eines preußischen Militärpredigers. Und weiter, es war die Arbeit der hellenistischen Jahrhunderte, die Elemente einer höheren und wahrhaftigen Einigung zu entwickeln. Im Hellenismus wurde gewissermaßen die Suppe angerührt, die dann die Römer ab 64 vor Christus auslöffelten, dem Jahr, in dem ihr Feldherr Pompeius den Nahen Osten unterwarf. Es ist eine Suppe von betörender Geschmacksintensität, ein Milieu, das durch die in ihm zusammengerührten Gegensätze nur noch fruchtbarer für Neues und bisher nicht Dagewesenes wurde. Das Innovationspotenzial der Region, das sich nicht zuletzt dem Hellenismus verdankte, barg aber auch Gefahren. Der Nahe Osten war und blieb ein Raum der Gegensätze zwischen Griechen und Orientalen, zwischen Stadt und Land, zwischen Eroberern und Eroberten, zwischen Sesshaften und Nomaden. Unsere Geschichte beginnt deshalb mit Alexander dem Großen. Ich möchte Ihnen jetzt ganz kurz ein paar Fakten über die Geschichte des Nahen Ostens ab Alexander dem Großen an die Hand geben. Also nach Alexander die Levante im Hellenismus. Der erste Teil beschäftigt sich mit Alexander und seinem Feldzug selbst. Okzident trifft auf Orient, Alexander der Große und die Vernichtung des Perserreichs. Im zweiten Teil schauen wir uns an, was nach dem Tod Alexanders geschieht. Streit um das Erbe, die Zeit der Diadochen und die Entstehung der hellenistischen Staatenwelt. Und im dritten betrachten wir den größten Brocken, der aus dem Alexanderreich dann herausgebrochen ist, das Seleukidenreich, König Perserfreund, das Seleukidenreich und die lokale Bevölkerung im Nahen Osten. Zunächst also Alexander der Große und die Vernichtung des Perserreichs. Ein bezeichnendes Licht auf Alexander den Großen wirft dieser kleine Textauszug aus der Alexander-Biografie Plutarchs. Plutarch ist ein Autor des 2. Jahrhunderts nach Christus. Er schreibt also ungefähr 400 Jahre nach Alexander dem Großen. Er hat verschiedene Biografien bedeutender griechischer und römischer Staatsmänner zu Papier gebracht. Und das Besondere an seinem Werk ist, dass er immer einen Griechen einem Römer gegenüberstellt. Plutarch schreibt hier über Alexander: Man brachte ihm einmal ein Kästchen, das denen, die die Schätze und das Gepäck des Dareios zu registrieren hatten, als das Kostbarste erschien. Da fragte er seine Freunde, was ihrer Meinung nach am ehesten einen Platz in diesem Kästchen verdiene. Die einen rieten dies, die anderen das, und da entschied er selber, er wolle die Ilias darin aufbewahren. In diesem Text ist nun so einiges erklärungsbedürftig. Wer ist Dareios? Was ist die Ilias? Dareios ist der König des Perserreichs zur Zeit Alexanders des Großen, also sein großer Gegner, den er in zwei großen Schlachten niederringt und schließlich besiegt. Die Ilias, da sind wir nun in einer ganz anderen Epoche, das ist eines der beiden großen epischen Werke des Dichters Homer, entstanden um 700 vor Christus und einer der fundamentalen Mythen der griechischen Welt. Es geht um den Kampf um die
kleinasiatische Stadt Troja zwischen den Trojanern und den Griechen. Die Griechen siegen schließlich und die Ilias präsentiert uns einen winzigen Ausschnitt aus dieser Schlacht. Das Ereignis, das den Anstoß gibt, ist der berühmte Zorn des Achilleus, des größten griechischen Helden. Und die Ilias schildert uns die Ereignisse, die dann schließlich zum Untergang Trojas führen, ohne dass der selbst noch Thema des Epos ist. Warum ist die Ilias für Alexander den Großen so wichtig? Das ist sozusagen das intellektuelle Gepäck jedes Griechen. Texte wie die Ilias geben darüber Auskunft, wer sind wir, woher kommen wir, sind unmittelbar identitätsrelevant. Und Alexander sah sich ganz eminent in der Tradition dieser Helden, die dort vor Troja kämpften. Also er identifizierte sich vor allem mit Achilleus. Und das Erste, was er tat, als er nach Asien übersetzte, war, dass er das Grab des Achilleus oder das angebliche Grab des Achilleus in Troja besuchte. Also Alexander lebte sehr stark in dieser Welt des Mythos, und der Gegensatz zwischen Orient und Okzident, der in der Ilias beschworen wird, der ist auch für Alexander in seiner unmittelbaren Gegenwart noch direkt relevant. Nahegebracht wurde ihm, Alexander, dem Makedonen, diese Welt des griechischen Mythos von einem Griechen, Aristoteles, der große Philosoph. Das war der Hauslehrer im Hause Philipps II. Und der betreute den jungen Alexander und brachte ihm diese Dinge näher. Offensichtlich mit großem Erfolg. Also Alexander zog auf gar keinen Fall ohne ein Exemplar der Ilias in den Krieg, und die wollte er nun auch in diesem Kästchen aufbewahren. Was war es, was Alexander sich vorgenommen hatte? Dies ist eine Karte des Perserreichs. Es reicht, Sie können das hier sehen, von der Ägäis, der Nordküste der Ägäis im heutigen Griechenland, Thrakien, und dann über die Türkei, das antike Kleinasien, Vorderasien, also Syrien, den Irak, Jordanien, einschließlich Ägyptens, dann über den Iran und Zentralasien, das heutige Afghanistan, bis hinein nach Indien, an den Indus, also in das heutige pakistanisch-indische Grenzgebiet. Ein riesiges Reich, das Alexander in nur etwa 3 Jahren komplett vernichtete. Ganz kurz die Chronologie Alexanders des Großen und der Anfänge seiner Herrschaft. Hier 336 übernimmt Alexander die Herrschaft in Makedonien, diesem kleinen Staat im Norden Griechenlands, als Nachfolger seines Vaters Philipps II., der ermordet worden ist. Übernimmt von diesem auch die Hegemonie über Griechenland, der Korinthische Bund, die Gemeinschaft der kleinen griechischen Staaten, zu der Philipp II. Griechenland zusammengeschweißt hat auf dem Eroberungsweg. Diese Griechen, die schwören Alexander Gefolgschaft. 335 führt er dann einen kleineren Feldzug auf dem Balkan, bevor er 334 den großen Perserkrieg eröffnet. Er überquert den Hellespont, also die Meerengen zwischen, zwischen Europa und Kleinasien. Im Mai lieferte er sich dann in Kleinasien am Flüsschen Granikos eine Schlacht mit dem dortigen Statthalter, dem Satrapen des Perserreichs. Er siegt und zieht weiter durch Kleinasien, wo er die wichtigste Stadt dort, Sardis, erobert. Er erobert die ionische Küste, also den Westen der heutigen Türkei, das Land Lykien, dann eher im Zentrum, und Pamphylien im Süden. Und dort in Gordion trägt sich die berühmte Episode zu, dass Alexander das Rätsel des gordischen Knotens, den niemand auflösen kann, löst, indem er einfach sein Schwert nimmt und diesen Knoten durchhaut. Das ist ganz charakteristisch für Alexander den Großen. Er greift dann zu unkonventionellen, aber eben auch nicht selten gewaltsamen Lösungen.
333 im Frühjahr überquert er das Taurusgebirge, das ist die Grenze zwischen Kleinasien und Syrien, marschiert damit in Kilikien ein und am 5. November in der Ebene bei Issos findet eine große Schlacht statt. Diesmal ist sein Gegner nicht irgendein persischer Statthalter, kein Satrap, sondern es ist niemand geringerer als der Großkönig Dareios selbst. Issos befindet sich hier und Alexander siegt und er zieht dann zunächst mal nach Süden, erobert Phönizien und also Sidon und die Inselstadt Tyros, erobert Gaza und zieht dann weiter nach Ägypten, das er ebenfalls erobert und dann kehrt er zurück nach Asien und schlägt hier mitten im nördlichen Mesopotamien bei der Stadt Gaugamela eine weitere Schlacht gegen Dareios. Er geht als Sieger vom Schlachtfeld und diese Schlacht hat uns ein römisches Mosaik, vor allem wahrscheinlich nach einem hellenistischen Vorbild entstanden, in Pompeji festgehalten. Wir sehen hier den Moment der Entscheidung, also 331 befinden wir uns, Gaugamela, wir sehen hier den Moment der Entscheidung. Links im Bild sehen wir den Kopf Alexanders auf einem Pferd reitend und eigentlich die Hauptperson des Mosaiks ist Dareios in einer prächtigen Rüstung, so in der rechten Bildmitte auf einem Streitwagen stehend. Und es ist gerade der Moment, wo er sich umwendet, wo er die Schlacht verloren gibt, wo er sich abwendet von seinem Gegner und wo das persische Heer dann in komplette Unordnung gerät. Also hier Alexander, der ungestüm vorstürmende Makedone mit seiner prächtigen Rüstung und einem zu allem entschlossenen, kühnen Blick im Gesicht und hier auf der rechten Seite eben Dareios mit dieser vor Angst erstarrten, fast ausdruckslosen Miene hier. Nach dieser Schlacht gibt es dann einen Disput, auch das wird uns überliefert von der Literatur, zwischen Alexander und seinem wohl fähigsten und prominentesten General, Parmenion. Parmenion sagt in diesem Disput, auch das ist ganz charakteristisch, ich würde das Angebot des Perserkönigs annehmen, wenn ich Alexander wäre. Der Perserkönig hatte nämlich angeboten, das Perserreich mit Alexander zu teilen nach diesem großen Sieg. Und Alexander antwortet darauf, ich auch, wenn ich Parmenion wäre. Natürlich nimmt Alexander das Angebot nicht an, sondern er kämpft diesen Krieg bis zum bitteren Ende aus. Schauplatz ist dann sehr bald Zentralasien. Auf dem Weg dahin, auf der Flucht nach immer weiter nach Osten, findet Dareios den Tod. Und damit ist Alexander dann so etwas wie ein legitimer Nachfolger des Perserkönigs. Schließlich hat er dessen Reich unterworfen, er hat den König getötet, er hat das Land der Perser sozusagen nach griechischem, nach makedonischem Verständnis Speer erworben. Deswegen steht ihm jetzt das Diadem, die Königsinsignien über dieses Reich zu. Alexander hält aber hier seine Mission noch nicht für beendet. Er möchte nicht nur das Perserreich beherrschen, er möchte Weltherrscher werden und die Welt beherrscht man nur, wenn man am anderen Ende wieder am Okeanos, am Ozean herauskommt. Das gestaltet sich dann aber ungewöhnlich schwierig. Die griechischen, makedonischen Truppen marschieren immer weiter nach Osten und immer weiter über Berge, über den Hindukusch dann kommen sie schließlich in die Ebene des Indus hier. Und dort wird dann der Unmut immer größer. Man möchte nicht mehr weiter nach Osten marschieren, zumal einem dann die örtliche Bevölkerung sagt, da im Osten, da kommt immer noch mehr und da kommt immer noch mehr und ihr müsst immer noch weiter marschieren. Schließlich zwingen dann die Soldaten Alexander zur Umkehr.
Arrian, einer der Chronisten, vielleicht der größte Chronist, auch ein Autor der römischen Kaiserzeit, der viel, viel später schreibt, dieses Alexanderfeldzugs berichtet am Fluss Hyphasis in Indien, da sind wir mittlerweile im Jahr 326 vor Christus, da meutern die Soldaten und nun gut, rief er, also Alexander mit seiner rauen Stimme, ich werde marschieren und ich werde keinen Makedonen zwingen, mir gegen seinen Willen zu folgen, ich werde nur Freiwillige bei mir haben und wer nach Hause gehen will, der mag das tun. Und sie können dann ihren Freunden erzählen, sie seien zurückgekommen und hätten ihren König mitten in Feindesland im Stich gelassen. Natürlich marschiert man dann weiter, aber die Konzession an die meuternden Truppen ist, dass man jetzt nicht weiter nach Osten marschiert, sondern dass man dem Indus folgt. Nun, da kommt man auch ans Meer und da kann Alexander dann von sich sagen, nun ist er doch am Okeanos, damit ist er Weltherrscher. Er hat also den gesamten Erdkreis unterworfen. Nun hat Alexander das Problem, er hat eine kleine griechisch-makedonische militärische Führungsschicht, die herrscht aber über ein riesiges polyethnisches, multikulturelles, vielsprachiges und religiös ausgesprochen zerklüftetes Reich. Wie geht man damit um? Alexanders Plan ist nun, die griechisch-makedonischen Eliten auf der einen Seite und die alten Eliten des Perserreichs sozusagen miteinander zu versöhnen bzw. zusammenzuschweißen. Und deswegen veranstaltet er in der Stadt Susa, jetzt auf dem Rückweg, einer der alten Hauptstädte des Perserreichs, eine Massenhochzeit. Und es ist wieder Arrian, im siebten Buch seiner Geschichte Alexanders des Großen, der uns von dieser Massenhochzeit berichtet. Die Hochzeiten selbst wurden nach persischer Sitte gefeiert. Es waren Sessel der Reihe nach aufgestellt für die Bräutigame und nach dem Trinkgelage erschienen die Bräute und setzten sich eine jede neben ihren Verlobten. Diese umarmten und küssten sie. Der König machte damit den Anfang. Also auch er hat eine Perserin geheiratet. Die Hochzeiten wurden nämlich an demselben Orte gefeiert und dies wurde wie nur irgendetwas anderes als ein Zeichen von Herablassung und Wohlwollen Alexanders gegen seine Vertrauten angesehen. Hierauf nahm jeder die seinige und führte sie heim. Die Mitgift für alle insgesamt gab Alexander noch dazu. Auch von allen übrigen Makedoniern, welche asiatische Weiber genommen hatten, ließ er die Namen aufzeichnen und es waren ihrer über 10.000. Ihnen wurden gleichfalls Hochzeitsgeschenke von Alexander gegeben. Also hier der Versuch, die alte persische Elite mit der neuen griechisch-makedonischen Elite zu verschmelzen, über den Weg einer buchstäblichen Verschmelzung auf dem Weg von Hochzeiten. Allerdings, dieses Reich ist riesig gewesen. Im Grunde genommen waren loyal gegenüber Alexander immer nur die Teile, wo er sich gerade befand. Hinter ihm brachen die Strukturen dann wieder zusammen. Und weil Alexander 323 dann an einer Krankheit vorzeitig starb, im Alter von gerade 30 Jahren, deswegen wissen wir auch nicht, wie die Geschichte weitergegangen wäre, wenn Alexander denn älter geworden wäre. Was wir wissen ist, dass dieses Reich jetzt so nicht zusammenzuhalten war und dass, kaum war Alexander tot, ein heftiger Streit unter denen ausbrach, die seine Nachfolge hätten antreten können. Der Geschichtsschreiber Diodor berichtet über Alexanders Tod. Er liegt also da auf dem Totenbett und seine Freunde und höchsten Offiziere umringen ihn und einer fragt dann von den Freunden gefragt, wem er die Königsherrschaft hinterlasse, sagte er, dem Stärksten, denn ich sehe voraus, dass meine Freunde große Leichenspiele ausrichten werden. Das ist jetzt eine Anspielung darauf, dass die sich einen Krieg bis zum bitteren Ende liefern werden, um dieses große Erbe des Alexanderreichs. Wer geht jetzt als Nachfolger daraus hervor? Zunächst mal gibt es vier große Spieler um die Macht. Da ist Antipatros, Alexanders Statthalter in Griechenland, den er dort zurückgelassen hat als seinen Vertreter.
Dann ist dort Krateros, der zur Ablösung des Antipatros noch von Alexander nach Makedonien kommandiert wurde. Schließlich ist dort Perdikkas, der Hiliarch, wörtlich Führer einer Tausendschaft. Den könnte man als so etwas wie einen Kanzler Alexanders bezeichnen. Er ist zugleich Kommandeur der Hipparchie, also der Reiterabteilung. Und er erhält im Moment des Todes von Alexander seinen Siegelring. Das ist ein starkes Zeichen, dass Alexander wohl darauf gesetzt hat, Perdikkas könne sein Nachfolger werden. Schließlich ist dann noch ein weiterer Spieler, Antigonos, der Satrap von Phrygien. Alexander stirbt in Babylon, der ist nah genug dran an diesem Geschehen, um selber auch Einfluss zu üben. Nun, es gibt dann ein großes Hauen und Stechen. Ich zeige Ihnen gleich die Chronologie. Im Wesentlichen brauchen Sie sich davon nur zu merken, dass diese drei Herren zunächst mal dann in der ersten Reihe hier stehen. Das ist Seleukos, der Kommandeur der Leibhypaspisten. Das ist sowas wie die Leibgarde Alexanders des Großen oder eine Elitetruppe. Dann ist da Lysimachos, der Somatophylax, der Chef-Leibgardist Alexanders. Und Ptolemaios, auch er ein Somatophylax, also drei hohe Offiziere, die sind in der besten Position, um jetzt in der zweiten Generation, nachdem sich die ersten, erste Quartett, nachdem die sich alle gegenseitig aus dem Feld geschlagen haben, um jetzt die Nachfolge anzutreten. Ich habe jetzt hier eine Chronologie der dieser Kämpfe, die sich an den Tod Alexanders 323 in Babylon anschließend zusammengestellt. Ich will das gar nicht im Detail miteinander durchgehen. Es alternieren im Grunde genommen immer wieder Kämpfe, die sogenannten Diadochenkriege. Die Diadochen sind die Nachfolger, mit Versuchen, dass man sich dann irgendwie wieder zusammenrauft. Sie sehen hier 320, die Konferenz von Triparadesos, da sitzt man sich dann tatsächlich an einen Tisch, handelt eine Lösung aus. Es gibt immer wieder Leute, die nicht mit am Tisch sitzen und dann die Legitimität solcher Lösungen anzweifeln und dann den Krieg fortsetzen. Es werden dann aber auch immer wieder Frieden geschlossen, hier 311, der Diadochenfrieden. Die sind aber immer wieder brüchig. 308 bricht dann schon der nächste Krieg aus. Und schließlich rufen sich einer nach dem anderen die Diadochen zu Königen aus. 306, 305, das ist dann das Jahr der Könige. Antigonos macht den Anfang und dann kommen Kassander, Ptolemaios, Lysimachos und Seleukos. Sie alle nehmen den Königstitel an. Das ist dann im Grunde das Eingeständnis, dass sich die Einheit des Reiches nicht mehr aufrechterhalten lässt. Nach diesem Jahr der Könige gibt es dann so eine Zeit relativer Konsolidierung. Die wird dann aber wieder noch von zwei weiteren Diadochenkriegen unterbrochen. Und das Ende der Geschichte ist, dass wir im Grunde genommen drei große Reiche haben. Das Reich der Antigoniden in Makedonien, das Reich der Seleukiden in Vorderasien und das Reich der Ptolemaier in Ägypten. Und dazwischen gibt es dann noch so ein paar kleinere Mittelmächte, könnte man sagen, Pergamon und Rhodos etwa. Die mischen dann auch eifrig mit, aber sie stehen ganz sicherlich nicht in der ersten Reihe. Der Gründer der Hellenismusforschung, wenn man so will, und Alexanderbiograf Johann Gustav Droysen schreibt in seiner Geschichte der Diadochen über das Zeitalter die bewegende politische Frage in der Diadochenzeit, ob und wie Alexanders Reich und dessen Einheit erhalten werden könne, ist, nachdem jede mögliche Lösung, jede mögliche Form, jedes Surrogat derselben vergebens versucht worden, abgetan. Es ist die Unmöglichkeit, politisch die Völker des Ostens und Westens zu einem Reich, zu einer Weltmonarchie zusammenzufassen, dargetan, die Kritik dessen, was Alexander gewollt und zu schaffen versucht hat, zu Ende geführt. Also mit anderen Worten, im Grunde genommen, die Einheit dieses Reiches ließ sich gar nicht aufrechterhalten. Es musste auseinanderbrechen entlang von Bruchstellen, die eigentlich in der Geschichte sowieso vorgezeichnet waren. Und Droysen fährt dann fort: Bestehen und in rastlos weiter wachsenden Wellenkreisen sich steigernd, bleibt nur das, was er mit rücksichtslosem Idealismus wagend und schaffend
als Mittel und Stütze seines Werkes gewollt hat. Die Verschmelzung des hellenistischen Westens mit des hellenischen Wesens mit dem der Völker Asiens. Die Schaffung eines neuen westöstlichen Kulturlebens, die Einheit der geschichtlichen Welt in der hellenistischen Bildung. Also das ist sozusagen die große Errungenschaft Alexanders des Großen. Er hat eine Synthese gebildet aus Ost und West, hat die, wie er hier schreibt, die Völker Asiens mit dem hellenischen Wesen, also mit Griechenland, verschmolzen. Und das ist für Droysen, nun den Sohn eines preußischen Militärpfarrers, das ist sozusagen die welthistorische Voraussetzung dafür gewesen, dass das Christentum sich durchsetzen konnte. Es begann als eine nahöstliche Religion und breitete sich dann im römischen Imperium aus, das, wenn man so will, auch einer der Nachfolgestaaten des Alexanderreiches ist. Ich möchte jetzt einen dieser Staaten, der für uns noch besonders wichtig sein wird im Zusammenhang mit Palmyra, näher betrachten, und das ist das Seleukidenreich. Wir schauen auf das Seleukidenreich und ganz kurz auch auf die lokale Bevölkerung im Nahen Osten. Wie gestaltet sich dieses Miteinander zwischen Ost und West, das, was Droysen hier eine Synthese nennt? Wie sieht das in der Wirklichkeit aus? Hier haben wir das Reich der Seleukiden, also hier in Gelb auf der Karte als größtes Bruchstück aus dem Alexanderreich. Sie sehen also der Osten, der äußerste Osten, hier Greco-Baktrisches Reich und Partherreich der Arsakiden. Dieser Teil des ehemaligen Perserreichs, das hat sich nicht halten lassen, da haben sich neue Machtgebilde breit gemacht. Und im Westen stößt eben dieses Seleukidenreich an das Reich der Antigoniden im Norden Griechenlands, im alten Makedonien und an das Reich der Ptolemäer in Ägypten. Und vor allem mit den Ptolemäern gibt es eine Serie von Konflikten, die spielen sich alle um diese Landbrücke zwischen Afrika und Asien, um die Levante ab, vor allem um Phönizien, aber dann auch also um das heutige Israel. Da gibt es eine Serie von sehr brutalen, insgesamt 6 sogenannten syrischen Kriegen. Am Ende behalten die Seleukiden da die Oberhand, aber das geht 150 Jahre lang fast munter hin und her zwischen diesen beiden Imperien. Noch vor Alexander dem Großen gibt es einen Text, den sogenannten Panegyrikus, also eine Lobrede, eine Preisrede des griechischen Rhetors Isokrates, ein Athener, auf Philipp II., den König von Makedonien und Vorgänger und Vater Alexanders des Großen. Und er nimmt hier im Grunde schon so etwas wie dieses Projekt der Unterwerfung des Perserreiches vorweg. Und er hat auch ganz bestimmte Ziele, die man damit verbindet. Also warum sollen die Griechen das Reich der Perser erobern? Isokrates schreibt dort, wir wissen, dass der König, also gemeint ist der Perserkönig, die Herrschaft über die Menschen des Kontinents übt, nicht weil sie seine willigen Untertanen sind, sondern weil er sich mit einer Kriegsmacht umgeben hat, die größer ist als jede, die sie individuell für sich besitzen. Ja, also diese Völker des Ostens, diese Völker Asiens, die sind individuell je für sich alle schwächer als der Perserkönig und deswegen ist er dort der Herrscher. Daher werden wir, also wir Griechen, ganz ohne Risiko in den Genuss der Ressourcen ganz Asiens kommen, sobald es uns gelingt, eine Streitmacht überzusetzen, die stärker ist als seine. Also es geht darum, man muss stärker sein als der Perserkönig und dann liegt einem Asien sozusagen zu Füßen. Und nicht nur Asien, sondern auch die Ressourcen Asiens. Dieses also aus griechischer Sicht ungeheuer fruchtbaren, ungeheuer reichen Landes. Und wie eignet man sich die Ressourcen am besten an, indem man die Bevölkerung dort versklavt? Und das sollte leicht sein, wenn wir es wollen. Außerdem ist es viel ruhmvoller, gegen den König um sein Reich zu kämpfen, also gegen den Perserkönig zu kämpfen, als gegeneinander um die Hegemonie, als wenn Griechen ständig untereinander kämpfen. Also die Griechen sollen sich zusammentun mit den Makedonen, deren Herrscher Philipp II. Ist, und sie sollen im Osten, im Perserreich einfallen und sollen dieses Reich unterwerfen und seine Ressourcen für sich nutzbar machen. Also im Grunde genommen ein Lebensraum im Ostenprogramm
wenn sie so wollen. Und in der Tat ist dieses Programm auch umgesetzt worden. Die Seleukiden haben erstmal die ehemaligen Soldaten Alexanders des Großen, dann aber auch viele Griechen und Makedonen, die sie noch zusätzlich aus dem Westen herangeholt haben, also eine große Migrationsbewegung hat eingesetzt von Menschen aus Griechenland und Makedonien, die in das Seleukidenreich kommen und sich dort auf Dauer niederlassen. Diese Menschen gründen Städte und von den Städten aus beherrschen sie das Umland. Sie machen im Grunde das, was die persischen Eliten davor auch gemacht haben. Sie machen die lokale Bevölkerung dort tributpflichtig, die müssen Abgaben entrichten und man macht sich eigentlich als Grieche oder Makedone in diesem riesigen Seleukidenreich auf Kosten der einheimischen Bevölkerung ein ganz angenehmes Leben. Und wie dieses Leben aussah, davon kündet eine Stadt, die hier ziemlich mitten im Seleukidenreich errichtet wurde, am Euphrat, also am mittleren Euphrat, die Stadt Dura Europos. Die hieß ursprünglich, also in vorhellenistischer Zeit, vor Alexander dem Großen, hieß das Dura. Und die Seleukiden haben, Seleukos, der Gründer des Seleukidenreichs, hat diese Stadt dann neu gegründet als Europos. Europos ist auch eine Stadt in Makedonien. Das ist etwas ganz Typisches, dass die Seleukiden ihren Städten Namen geben, die entweder an Städte in der makedonischen Heimat erinnern oder aber die Namen von seleukidischen Dynasten tragen. Also Antiocheia, die Stadt des Antiochos, Seleukeia, die Stadt des Seleukos und so weiter und so weiter. Und so eine Stadt, die man jetzt dort aus dem Boden stampfte, die sah so aus, der Stadtplan, schachbrettartig, das Straßenraster und wir sehen hier eigentlich eine ziemlich große Stadt am Ufer des Euphrat auf einem Plateau hoch über dem Fluss gelegen, direkt am Rand der syrischen Wüste, aber das Euphrattal selbst ist dann sehr fruchtbar, das heißt, von dort bezog die Stadt ihre Einkünfte, ihre Ressourcen, ihre Nahrungsmittel. Zunächst mal füllte man diese Stadtmauern nicht ansatzweise aus, der Mantel der Stadt war viel zu weit, die Stadt war erstmal relativ klein, sie wuchs dann aber relativ schnell an und war nach 100 Jahren eine bedeutende Siedlung dort am Euphrat, die natürlich auch die Aufgabe hatte, diesen wichtigen Verkehrsweg, den Euphrat, für die Seleukiden zu kontrollieren. Die Leute, die da ansässig gemacht wurden, das waren ehemalige Soldaten, das waren durchaus Leute, die sich ihrer Haut zu wehren wussten, falls es mal Rebellionen und Aufstände gab. So sieht die Stadt aus der Luft, also auf diesem großen, hohen Plateau gelegen. Hier links im Bild die große Stadtmauer, die aber erst in römischer Zeit so weit verstärkt wurde, um dann den Persern, mit denen die Römer im 3. Jahrhundert im Krieg lagen, um sich gegen die zur Wehr setzen zu können. Hier nochmal ein anderes Luftbild dieses Plateaus. Dort kriegen Sie einen ungefähren Eindruck von der kolossalen Größe dieser Stadt. Dura Europos ist eine Stadt, die dann im römischen Nahen Osten auch wieder sehr bedeutend sein wird, die auch aufs Engste mit Palmyra verflochten ist. Wir haben eine palmyrische Diaspora-Gruppe, die in Dura Europos lebt, dort ihre eigenen Götter verehrt. Die Stadt ist nicht sehr weit weg von Palmyra, es sind etwa 200 Kilometer, die die beiden Städte trennen. Aber die Stadt war offensichtlich für die Palmyrener von größter Bedeutung. Das heißt, wir werden immer noch wieder über Dura Europos hören. Was Sie jetzt sozusagen von dieser Vorlesung behalten können, ist, dass in der Tat mit dem Alexanderreich und dann verstärkt im Seleukidenreich Orient und Okzident in eine enge Beziehung zueinander treten, dass diese Beziehung aber durchaus auch konfliktreich ist, dass es mit Herrschaft zu tun hat, dass hier im Übrigen auch nach wie vor zwei Sprachgruppen nebeneinander leben. Die Griechen bringen selbstverständlich ihr Griechisch mit. Die lokale Bevölkerung spricht weiterhin ihre Sprache, das ist Aramäisch.
also die Sprache, die Jesus auch gesprochen hat. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen von Religion. Es gibt selbstverständlich ganz unterschiedliche Varianten sozialer Organisation. Das heißt, was hier im Grunde genommen koexistiert, ist eine sehr kleine griechisch-makedonische Elite, die aber in einem doch weitgehend sehr in Anführungsstrichen jetzt orientalisch geprägten Milieu ist. Das heißt, wir sehen hier eine schon enge kulturelle Verflechtung, aber die beiden Gruppen leben auch relativ stark nebeneinander her. Und das ist das Milieu, in dem dann etwa auch in dieser Zeit die Anfänge Palmyras dokumentiert sind. Ja, also in genau diesem Milieu einer griechisch-orientalischen, aber absolut nicht konfliktfreien Oikumene, einer Kulturgemeinschaft, da entsteht Palmyra. Damit bin ich für heute ans Ende gelangt. In der nächsten Woche werden wir uns dann mit der politischen Großwetterlage beschäftigen, nachdem die Römer im Nahen Osten die Macht übernommen haben. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.